Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit am schnellsten ohne CEO bzw. ohne MC Geld machen könnt. Ihr braucht nur einen Bunker, ihr braucht eine Autowerkstatt, ihr braucht eine Agentur und ein Büro. Dann könnt ihr ohne CEO ungefähr 250.000 Cash innerhalb von einer halben Stunde, wenn ihr Glück habt, innerhalb von einer halben Stunde machen. Was ihr braucht, ist auf jeden Fall Bunker. Ihr startet am besten, genauso wie ich, im Bunker. Und wenn ihr überschüssige Munition habt, könnt ihr sie instant verkaufen, wenn ihr euch immer einloggt. Und das werde ich auch jetzt machen. Ich habe mich gerade, also wie schon gesagt, eingeloggt. Ja. Okay. Ihr bekommt einen Anruf vom Agent 14 und die verkauft die Ware einfach an ein Ammunition-Laden. Ja? Oder ihr schafft überschüssige Munition einfach dorthin zum Ammunition. Das ist genauso wie mit dem Mischwaren-Export in eurem Büro. Ab und zu mal habt ihr ein Laster, wo ihr einfach mal Munition verkaufen könnt für 50.000 Euro. 50.000 Dollar, nicht Euro. Schön wäre es, 50.000 Euro. Schön wäre es. So, natürlich sind hier meistens immer so Merryweather wie jetzt hinter euch her. Die sind extrem schnell. Wir können die aber ausweichen oder die rammen euch von Nerven ein und die schießen einen ab. Ignoriert sie. Weil ihr nicht nach hinten rausschießen könnt, ist es eben problematisch. Die können aber euch auch nicht treffen. Ja, schickt mich euch noch mehr an. Bin ich vielleicht doch noch schneller. Aber wie treffen die mich? Auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich sagt, ihr habt jetzt keine Lust, irgendwie Waren zu verkaufen oder ihr müsst noch relativ viele Waren noch sammeln, in Lagerhäuser oder so. Wow! Merryweather ist extremst gefährlich, wie ihr gerade gesehen habt. Kommt her. Oh, da sind sie tot auf einmal. Muss ich hier hinein? Wie war ich denn? Kann ich irgendwie was machen? Sieg wieder ein. Ach, rammt mich. Was wollt ihr, Merryweather? Ja, Merryweather ist fast wie so. Ja. Wie das FBI. Extrem stark, einfach nur. Eine Elite, kann man so sagen, was einfach nur nervig ist. Ja. Die denken, die sind die größten und die besten. Obwohl, die sind es nicht. So, Munition wurde abgeliefert. Ja, was mache ich meistens immer, wenn ich jetzt die Munition abgeliefert habe? Ich hole mir mein persönliches Fahrzeug.
Da ist es schon gespawnt. Dann gehe ich. Wir sind können. Habe ich ja in der letzten Folge noch die 6 Millionen geholt. So, immer Musik wahrscheinlich gerade gewesen. Radio wechseln. Was ich jetzt mache am meisten ist immer meine Bunker wieder zu. Meine Lagerhäuser zu befüllen, indem ich einfach zu meinen Lagerhäusern gehe und dort die Leute, Mitarbeiter anfordere, dass die dort Bahn holen für mich. Ob das nur eine Kiste ist oder eben drei Kisten, immer so spontan. Ist relativ zufällig und ja. Mach ich mal ganz schnell. Mein Lagerhaus komplett, das im letzten Part noch voll war, jetzt komplett leer ist. Ist schon ein bisschen traurig. Aber wir haben dafür richtig viel Cash bekommen. So. Erste Kistenbeschaffung wurde liefert, beziehungsweise mit gedacht. Wir fahren zur nächsten Lagerhaus und sagen dort Bescheid, dass sie neue Kisten beschaffen können. Das ist übrigens jedes Mal meine erste Routine, was ich jedes Mal mache, wenn ich im Bunker spawn. Waren verkaufen, also überschüssige Munition verkaufen, dann zu den Lagerhäusern gehen. Das kann man machen, auch wenn man nicht im CEO drin ist. In den C kann man übrigens nicht im Lagerhaus hineingehen. Hatte ich jetzt schon sagen. So, entweder man ist nicht registriert als CEO oder man ist registriert als CEO. Und man kann eben dann die beschaffen lassen. So, wenn man das gemacht hat, da gehe ich meistens immer zum Büro. Und verkaufe da meine Mischwaren. Ich exportiere die Mischwaren. Und da kriege ich auch nochmal 50.000. Also sprich, man hat innerhalb von nicht mal 10 Minuten, gut, kommt auch einmal an, sag mal, in unter 15 Minuten 100.000 gemacht. Und die 100.000 verlohnen sich. Mein Motorrad richtig parken, damit wir losfahren können. So, wir gehen hier ran, Mischwaren natürlich verkaufen, exportieren, was ich gesagt. Und ja. Die Mischwaren sind immer an euren Lagerhäusern, egal wie viele ihr habt, immer an einem Lagerhaus ist es auf jeden Fall. Dann der LKW und ja, mal schauen, wo meiner ist diesmal. Da ist unten, da wo ich die ersten, die erste Beschaffung gemacht habe, also. Was soll Beschaffung heißen? Da, wo ich die Kisten angefordert habe, um die zu beschaffen. Ja, ist auf jeden Fall. Aber man muss schon ein bisschen Grundkenntnisse haben, wo die doch eventuell spawnen. Ja? Wenn man da oben an das Lagerhaus spawnt, sieht man ja, dass auf der Minimap, wo so ungefähr der blaue Kasten ist. Das Born. Ich wusste, dass er dort ist, an dem Lagerhaus dort. Und deswegen fahre ich auch dorthin. Fahre über die Autobahn, dass wir relativ schnell da sind.
Eine kleine Abkürzung. Und hier steht er schon. So, mal schauen. Muss ich von der Polizei entkommen oder darf ich einfach so ganz schnell dorthin fahren? Ich bin mir meistens unsicher. Meistens muss ich von der Polizei entkommen. Meistens habe ich nur Gegner. Wir haben Gegner nur im Nacken. Die sind aber so weit weg, dass mir sagen, das stört mich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 100.000 minus die 15.000. Also habe ich 85.000 schon mal gut gemacht. Innerhalb von 15 Minuten. Nicht mal 15 Minuten. Was man danach machen kann, ist Franklin anrufen. Was ich auch machen werde gleich, wenn ich was abgeliefert habe. Dann kann man da eine Telefonattentat-Mission machen. Die Telefonattentat-Mission bringt immer noch 85.000. Also sprich, wir haben dann 170.000 gut gemacht. Und dann kann man sich immer noch variieren. Ruft man nochmal Franklin an und... Nee, kann man gar nicht mehr, sag ich gerade. Denn die O-Mission muss man sich registrieren. Wir wollen aber ja ohne Registrierung was machen und Geld verdienen. Ich habe gesagt, Nachtclub wäre noch eine Möglichkeit. Da einmal mal hinzuschauen und gucken, wie viel im Tresor drin ist. Ja. Aber ich glaube, im Nachtclub ist gerade überhaupt nichts. In der Agentur im Tresor könnte man immer dort gucken. Da ist ja meistens was los. Und ja, hier, wenn man die Tresore leert, kriegt man ja auch dann richtig viel. So, wir wollen die Telefonattentat machen. Wir fahren zum nächsten Telefon. Das nächste Telefon ist hier. Wir gehen ran. Schaltet die Zielperson aus. Okay. Meistens mache ich mir hier das auf. Ah, der fährt. Also entweder muss ich den mit dem Polizeiwagen oder mit dem LKW nichten. Oder ein Drive-By machen. Alles klar. Drive-By ist relativ okay. Brauchen wir Lowrider von den Magos und den Lowrider von den Magos. Findet man relativ immer oder sollte eigentlich immer hier in der Nähe sein. Und zwar müsste er hier stehen. Das ist ein... Nee. Das ist kein... Also meistens stehen die immer hier. Aber diesmal steht er dort unten. Okay, wir machen das mal. Das sind dann leicht verdiente 85.000 Dollar, die ihr wirklich bekommen könnt. Leichter geht es überhaupt nicht. Telefonattentate, das sind wirklich, was soll ich sagen, richtig leicht verdientes Geld. So, wir nehmen natürlich so einen Wagen hier, weil der Wagen fällt mir mit am meisten. Ich hoffe, dass es einer ist von den Magos, aber ich glaube schon. Wir müssen Drive-By machen, durch mit der AP-Pistole, gechillt dort drauf, ballern. Auf die Person und dann hat man eben 85.000. Man muss ihn natürlich nur einholen.
Na, wo ist er? Er ist ganz schön schnell, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber wir sind auch nicht langsam unterwegs, also von daher, man holt ihn sehr, sehr, sehr schnell ein. Egal, ob man nun ihn mit dem Truck rammen muss die ganze Zeit, ob man ihn mit dem Polizeiwagen erst einholen muss. Das spielt wirklich keine Rolle. So, da vorne ist er. Erledigt. Verlasse das Gebiet, machen wir. Wir bekommen leicht 85.000 Dollar. Obendrauf. Somit haben wir 100. Lass mich nicht lügen. 85 plus 85. Sind wir bei 170.000 Dollar, die wir bekommen haben. Jetzt kann man es variieren, wie man es weitermachen will. Ob man den Agenten anruft, ob man in Nachtclub geht, da das Geld abholt, regelmäßig, oder auch nicht. Ich kann ja mal sagen, ich lass mal den Nachtclub weg. Ich lass mal den Nachtclub weg, wo ich dort hineingehen müsste, theoretisch. Mach ich aber wahrscheinlich gleich auch so wie. So. Wir haben ein Auto, eine Autowerkstatt und dort gehen wir hinein. Da sind meistens Autos, die man zum Kunden wieder fahren muss. Ja. Hier muss man sich nicht registrieren. Beim Motorradclub muss man sich registrieren. Hier kann man die Autos ganz schnell verkaufen, wenn natürlich der Ladebalken langsam schneller lädt. Jetzt. Ja. Zwei Autos, die man verkaufen kann. Man macht eine Wartung. Ich muss mal meine Flasche hier wegstellen. Sehen kann. So. Wartung machen und dann eine Lackierung. Unten steht immer, welche Ahnung, welche Lackierung und was man da machen kann und muss auf jeden Fall. Und ja. Wir nehmen auf jeden Fall das Rot hier, Leistungsverbesserung. Wir müssen einmal das Turbo verbessern. Dann müssen wir die Federung verbessern auf Sport und die Bremsen natürlich. Die Bremsen sind hier oben und zwar die Straßenbremsen. So, Karosserie, Auspuff ist hier oben. Doppelter Endrohrer. Hier, das kostet wie schon gesagt uns überhaupt nichts. Das ist das Schöne dabei. Wir bekommen. Werde ich gleich euch dazu was sagen. Wie ich das wirklich herausgefunden habe, war das schon ein bisschen schwierig. So, Spoiler brauche ich auf jeden Fall erstmal. Da unten ist er. Entenschwanz. Spoiler. Oben. Spoiler? Unten oben? Entenschwanz. Carbon. Okay. Hä? Okay, ich komme hier gerade überhaupt nicht klar. Ah, hier. Entenschwanz. Hier. Auch noch Dach. Gepäckträger. Das sieht richtig bescheuert aus mit dem Gepäckträger oben drauf. Aber egal. Felgen, Luxus und Ubay RS brauche ich. Hier ist es. Und ja, das war's. Bestätigen. Bist du sicher, dass du das Fahrzeug diesen Kunden für 50.000 Dollar modifizieren willst? Wir müssen 50.000 Dollar bezahlen,
Aber wenn wir es selbst liefern, kriegen wir wieder die 50.000 plus die 30.000, die dort unten stehen, auf jeden Fall wieder, wenn wir keinen Unfall bauen. Also man sollte schon aufpassen, oh, dass man keinen Unfall baut. Und dann kriegt man 80.000, also wieder. Also besser gesagt nur 30.000. Die 50.000 kriegt man so oder so wieder. Und die 30.000, ja. Also ich finde das relativ beschissen gemacht, das mit den Autos, dass man sagt, okay, man muss die Verbesserung kaufen. Aber stehen da gratis? Das ist so eine Sache. Das finde ich eben ein bisschen eine Frechheit, was sie hier so gemacht haben. Hätten sie gesagt, okay, du musst, sage ich mal, 20.000 dafür bezahlen, aber dafür kriegst du 50.000 oder andersrum 30.000 oder sowas, dort unten steht die Bezahlung, 30.000 musst du bezahlen und du kriegst automatisch, wenn du keinen Unfall baust, kriegst du 50.000 obendrauf, wie eben bei den MC. Verkaufsmissionen bzw. Wegbringmissionen gefunden. So, sind gleich oben. So, dann haben wir auf jeden Fall 200.000 auf jeden Fall safe hinter uns. Weil ich krieg ja nur die 30.000. Die 50.000 kriegen wir ja wieder. So. Der freut sich. Wir bekommen keine richtige Belohnung. Sag ich mal. Das ist das Traurige dabei. Wir kriegen wirklich nur die 30.000. Wie ihr sehen könnt, Dienstleistungskosten 50.000 kriegen wir ja wieder, plus 30.000, das sind 80.000. Das ist schon ein bisschen wow, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. So, was können wir machen? Wir haben hier ja, was können wir machen? Wir haben jetzt 200.000 verdient. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Agentur. Dort haben wir mehr als 60.000. Dann haben wir insgesamt 250.000. Natürlich kann man ein bisschen mehr bekommen, wenn man auch nochmal den Nachtclub besucht. Nachtclub könnten wir natürlich auch noch mal besuchen. Oh. Oder wollen wir fragen, war ich doch nicht. Haben wir es denn? Okay, ja, heute lassen sich die UFOs wirklich extrem viel Zeit. Letztes Mal waren sie bei 19:30 Uhr da, jetzt haben wir jetzt schon fast 21 Uhr und die Dinger sind noch mit da. Interessant. Wenn man jetzt hier drin ist, kann man eben, wie ihr sehen könnt, gleich jeden Moment Geld abholen. Wenn man das regelmäßig macht, wie gesagt, hat man regelmäßig an das Geld drin. Sind dann 260.000, die ich innerhalb von einer halben Stunde, nicht mal einer halben Stunde bekommen habe jetzt.
Wir gehen gleich nochmal zum Nachtclub und gucken dort nochmal, was wir dort so schönes bekommen können. So, zack. 60.000 bekommen. 5.000 hatte ich irgendwie schon dazu bekommen. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal zum Nachtclub. Entweder da ist was jetzt schon drin oder auch nicht. Ich bin mir relativ unsicher, denn ich hatte in der letzten Folge 170 drin gehabt. Die habe ich ja rausgeholt. Mal gucken, ob sich da irgendwie was schon ja im Tresor hingelegt worden ist. Ich oder auch nicht, keine Ahnung. Wenn man eine Spielhalle hat, kann man da auch 50.000 bekommen insgesamt dann, wenn man genug Spielautomaten hat, man da 50.000 bekommen pro Tag. Verlohnt sich also auch die ganze. So, wir gucken aber hier mal rein. Wenn nicht 260.000 mit der Agentur, wenn nicht, kriegt man hier 250.000, weniger, kommt drauf an, welches Fahrzeug man jetzt verkauft. Man könnte jetzt nochmal ein Fahrzeug verkaufen, dann kurz abwarten. Ja, 50.000, wie gesagt. Meistens sind ja schon 100.000. Ja, könnte ich nochmal 60.000 insgesamt verdienen. Also nur bei 320.000, die ich jetzt innerhalb von einer halben Stunde bekommen habe, sind mehr als eine Viertelmillion, die ich einfach so mal bekommen habe. Das ist eine Variante, wo ich sagen muss, die benutze ich relativ gerne, wenn ich keine Lust habe, auf Bahnen zu verkaufen. Die benutze ich relativ, wenn ich sag, nö, jetzt überhaupt nicht. Ich mag heute überhaupt nicht irgendwie mit jemandem zusammenzuspielen. Ich will mich auch nie registrieren und so. Easy. So. Wie gesagt, 120.000 kommen nochmal zusätzlich. Von den 200.000 bei 340.000. Und wenn man jetzt noch regelmäßig die blauen Punkte mitnehmen, ob das nun exotische Autos sind, auch wenn es nur 20.000 bringt, oder die Schmuggelwaren, oder hast du nichts gesehen, immer die blauen Punkte mitnehmen, kriegt man auch relativ schnell das Geld zusammen, auch wenn es wirklich nicht viel ist. Ja? Man muss ja nicht schnell viel Geld. Ja? Es reicht ja, wenn man nach und nach Geld bekommt. Wir haben die 10 Millionen wieder erreicht. Das heißt, im nächsten Part auf jeden Fall, dass wir das wieder ausgeben. 10 Millionen. Ich bin gespannt, was ich als nächstes mir kaufe. Wahrscheinlich eine Corsatka. Denn dann geht's Richtung Cayo Perico. Mal richtig schön Urlaub machen wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt. Oder wir kaufen noch ein anderes Unternehmen ein. Wie eine Spielhalle. Hey, Leute, ich bin mir noch unsicher. Vielleicht mache ich noch bis dahin noch ein bisschen mehr Geld. So, dass ich noch auf 12 Millionen komme. Oder auf 13 Millionen, dann kann ich ja noch mal ein bestimmtes Fahrzeug noch mehr holen. Muss ich aber mal schauen. Ich muss das jetzt alles zusammenrechnen, wie teuer das Ganze ist. Ja, ich würde sagen, bis dahin, haut rein, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.